Ein ausgewachsener Dobermann wird mit einem Kleinkind allein gelassen. Doch während die Mutter ihm den Rücken zudreht, passiert etwas Schreckliches. Die Szene vor ihrem Küchenfenster hat Catherine Civilich in Schrecken versetzt. Der adoptierte Dobermann der Familie griff ihr 17 Monate altes Kleinkind an. Kahn bellte, knurrte, schnappte nach dem kleinen Mädchen und kam ihr unangenehm nahe. Catherine ließ das Geschirrtuch in die Spüle fallen und rannte nach draußen, um zu beten, dass sie noch rechtzeitig erreichen konnte. 3 Jahre zuvor lebte Kahn in den Tiefen der Verzweiflung. Er gehörte zu einer Bande von Drogendealern, die ihn erworben hatten, weil Dobermänner den Ruf hatten, beschützend und wild zu sein. Die Männer waren grausam. Jeder von ihnen war jähzornig und wenn sie ausrasteten, ließen sie es an Kahn aus. Sein Gesicht war schwer verletzt worden. Er hatte Zähne verloren und musste 2 Monate lang mit gebrochenen Rippen auf einer Seite leben. Aber zum Glück kam jemand, um ihn zu retten, bevor es zu spät war. In einer gemeinsamen Aktion der Polizei von Cairns in Australien und einer Tierschutzorganisation begannen sie mit Aufräumarbeiten in der Gegend. Dutzende von Drogenhändlern wurden festgenommen und weggebracht. Und so fand Tierschützerin Carrie den Dobermann Kahn. Das Tier, eine unvergleichlich furchtlose und wachsame Rasse, kauerte in einer Ecke. Es befand sich in einem ernsten Zustand. Als Carrie ihn zum ersten Mal sah, war sie fast nicht in der Lage, die Rasse zu identifizieren. Es war der schlimmste Fall von Hundemisshandlung, den sie je gesehen hatte. Carrie brauchte einen ganzen Nachmittag, um ein wenig Vertrauen bei dem Hund aufzubauen. Als er sie endlich an sie heranließ, gab sie ihm einen Ball aus Hackfleisch, in dem eine große Dosis Anti-Angst-Medikamente versteckt war. Dadurch wurde Kahn erst handhabbar. Er wurde in den Transporter des Zwingers geladen und weggefahren. Kahn konnte es nicht wissen, aber sein Leben sollte sich völlig verändern. Er sollte lernen, dass Menschen freundliche und fürsorgliche Geschöpfe sein können. Sobald sie vor der örtlichen Klinik anhielten, begann der Tierarzt mit der Untersuchung. Als er fertig war, kündigte er an, dass er eine umfassende Serie von Röntgenaufnahmen machen wollte, da er vermutete, dass es noch viel mehr zu entdecken gab, und leider hatte er recht. Man fand gebrochene Rippen, die nie richtig verheilt waren. Außerdem gab es Haarrisse an beiden Vorderbeinen und dem Hund fehlten einige Zähne. Er hatte kein leichtes Leben. Du sollst dir das mit dem Hund vielleicht 2-mal überlegen. Sie sind eine wilde Rasse und diese Art der Misshandlung könnte einen Groll in ihm geweckt haben. Ich habe das schon 1-mal erlebt, sagte der Arzt. Aber Carrie war unnachgiebig. Den hier nehme ich mit, sagte sie dem Tierarzt. Wenn es einen Hund auf diesem Planeten gibt, der eine Chance auf ein gutes Leben verdient hat, dann ist es dieser. Kahns Weg zur Genesung war lang. Aber er reagierte sofort auf die Liebe und Fürsorge, die Carrie ihm entgegengebracht hatte. Es schien keine traumabedingten Charakterprobleme zu geben. Als Kahn etwas mehr als 1 Jahr bei ihr war, kam die Familie Svilicic durch die Eingangstür des Zwingers spaziert. Sie waren auf der Suche nach einem Beschützer für ihre Tochter, der 15 Monate alten Charlotte. Zunächst hatte Carrie andere Hunde im Zwinger empfohlen. Sie hatte die Befürchtung, dass eine stolze Rasse wie dieser Dobermann für die Familie zu viel werden könnte. Aber von dem Moment an, als sie Kahn zu Gesicht bekommen, war er der einzige Hund, den sie wollten. Die kleine Charlotte watschelte zu dem riesigen Hund hinüber. Er ließ sich flach auf den Bauch fallen und leckte ihr die Hand ab. Er benahm sich, als hätte er sein ganzes Leben lang Kinder um sich gehabt und das besiegelte ihre Entscheidung. In dieser Nacht vor 2 Wochen schlief Kahn zum ersten Mal in seinem neuen Zuhause. Und jetzt versuchte er, die kleine Charlotte im Hinterhof anzugreifen. Catherine kam mit voller Geschwindigkeit um die Ecke. Sie kam gerade noch rechtzeitig, um zu sehen, wie Kahn Charlottes Windel von hinten packte und sie über seinen Rücken schleuderte, als wäre sie eine Stoffpuppe. Doch anstatt ihr nachzulaufen, blieb seine Aufmerksamkeit auf dem alten Holzstapel liegen. Catherine rannte los, um Charlotte dort aufzuheben, wo sie hingefallen war. Sie hatte immer noch keine Ahnung, was passiert war. Dann hörte sie Kahn laut aufschreien und in diesem Augenblick sah sie die Schlange. Sie wusste sofort, was passiert war, und ihre Sorge galt nun sowohl dem Hund als auch ihrem Kleinkind. Kahn hatte es mit einer königsbraunen Schlange zu tun. Die lokalen Radiosender hatten schon seit einiger Zeit vor diesen Kreaturen in den Vorstädten gewarnt, aber Catherine hätte nie gedacht, dass sie jemals einer begegnen würde, nicht in ihrem Garten.
Die Schlange war etwa 2 Meter lang. Sie hat ihren Körper ausgedehnt und ihren Hals in einem schwungvollen Bogen parallel zum Boden abgeflacht. Sie schwang ihren Kopf und Hals von einer Seite zur anderen und zischte Khan laut an. Der Hund tanzte vor der Schlange und wich ihren schnellen Schlägen aus. Catherine konnte sehen, dass Khan bereits gebissen worden war. Sie wusste, dass die King Brown hochgiftig war und spürte, wie er das Blut in den Adern gefror. Ihre Priorität war es jetzt, die kleine Charlotte in Sicherheit zu bringen und Khan sofort tierärztlich versorgen zu lassen. »Komm rein, Junge«, rief sie. Khan folgte ihr widerwillig zur Küchentreppe und warf einen Blick über die Schulter auf die Schlange, die nun wieder in den Holzstapel schlüpfte. Nachdem sie die Tür hinter sich geschlossen hatte, setzte Catherine die kleine Charlotte in einen Hochstuhl und wandte sich sofort an Khan. Der Hund war benommen und wackelig, seine Augen leicht glasig, seine Atmung flach. Sie rief ihren Mann. Catherine war außer Atem, aber sie erklärte, so gut sie konnte. Khan war im Garten gewesen und hatte mit der kleinen Charlotte gespielt. Durch das Fenster sah es so aus, als ob Khan das Baby angreifen würde, aber in Wirklichkeit wollte er sie vor einer königsbraunen Schlange schützen. Charlotte war in Sicherheit, aber Khan war gebissen worden und es ging ihm schon schlechter. Sie drängte ihren Mann nach Hause zu eilen, damit sie Khan zum Tierarzt bringen konnten. Catherines Mann trug Khan fast 2 Stunden später durch die Tür des Tierarztes. Der warf einen Blick auf den Hund und schüttelte den Kopf. Das Gift hatte sich bereits in seinem Körper ausgebreitet. Ich glaube nicht, dass seine Überlebenschancen groß sind, aber ich werde alles versuchen, um ihm zu helfen. Zuerst gab es eine riesige Dosis Antigift, dann eine Dosis Antibiotika. Dann wandte sich der Tierarzt wieder an das Paar. In 24 Stunden werden wir mehr wissen. Er muss ein intravenöses Präparat zur Rehydrierung und Kolloide gegen Hypotonie erhalten. Ich werde ihn die ganze Nacht überwachen. Es war das 2. Mal, dass Khan an die Schwelle des Todes klopfte und niemand wusste, ob er wieder zurückkommen würde. Die Genesung des Hundes war langsam und schmerzhaft. Der Tierarzt hatte recht gehabt. Die Zeit, die verging, bevor das Gegengift verabreicht wurde, hatte es dem Gift ermöglicht, sich in seinem Körper zu verbreiten. Das Gift der King Brown hatte begonnen, Khans Blutzellen zu zerstören. Seine Zellfunktionen waren gestört und seine Muskeln hatten einen enormen Schaden erlitten. Er war steif und konnte sich kaum noch bewegen. Zu allem Überfluss hatte das Gift auch noch seine Nervenzellen angegriffen. Es sah nicht gut aus. Aber Khan gab nicht auf. Am 3. Tag rief der Tierarzt die Familie zu sich. So behutsam er konnte, erklärte er ihnen, dass er nicht damit rechnete, dass der Hund es schaffen würde. Khan hatte furchtbare Schmerzen und bei dieser Prognose wäre es vielleicht besser, den Hund einzuschläfern. Aber Catherine schüttelte den Kopf. Sie sah den Tierarzt an und sagte, nur über meine Leiche. Dieser Hund hat das Leben meiner Tochter gerettet. Wir werden alles tun, um ihn gesund zu machen. Der Tierarzt zuckte mit den Schultern und sagte, ich freue mich, dass du das sagst, aber mach dir keine allzu großen Hoffnungen. Und doch war Khan 3 Wochen später wieder zu Hause. Er war immer noch schwach und Catherines Mann musste ihn zu seinem Hundebett in der Küche tragen. Warte, sagte Catherine, ich werde Charlotte holen. Aber das Kleinkind war ja weit voraus. Sie kam in vollem Tempo in die Küche, die Arme weit ausgebreitet, damit ihr Watschelgang sie nicht aus dem Gleichgewicht brachte. Ohne ihre Eltern zu beachten, ließ sie sich neben Khan nieder und begann in ihrer eigenen Kleinkindsprache mit ihm zu reden. Khan hob seinen Kopf und leckte ihr die Hand. Catherine könnte schwören, dass sie ein müdes Lächeln des Hundes sah. Er war noch weit davon entfernt, sich vollständig zu erholen, aber er würde es Hand in Hand mit seiner besten Freundin schaffen. Was für ein schönes Ende. Hattest du jemals ein Haustier, das von einer Schlange gebissen wurde? Sag es uns in den Kommentaren. Wir würden uns freuen, das zu hören und wir sehen uns im nächsten Video.